Morgen. Heute ist die Janina schon im Büro und die sortiert die Pässe. Dann haben wir noch ein bisschen Verkauf heute. Super geiles Wetter. Und dann schauen wir, was der Tag noch so an Training bringt. Ich habe jetzt gerade die Pässe rausgesucht für die Impfungen, die anstehen, damit der Tierarzt es eintragen kann, damit das auch alles seine Richtigkeit hat. So, wir haben gleich einen zweiten Verkaufstermin mit Kunden, die gestern schon da waren und die zwei interessante Pferde gefunden haben und die heute nochmal ins Gelände gehen. Genau, ich mache die Begleitung wieder und genau, Roman und Janina sind noch ein bisschen im Büro. Das Auto ist jetzt gekommen mit der Kundin und dann würde ich sagen, gehen wir mal los, let the show begin. Die tun wir lieber rein beim Verkauf. Komm! Alana, komm! Wir haben nämlich immer sehr viel Spaß mitzuhelfen. Deswegen gehen die jetzt rein. So, guten Morgen aus dem Katzengehege. Da machen wir jetzt mal die Türen auf. Ich habe ja immer Katzen vom Bauern, die ich dann aufziehe. Und dann können die, vermittle ich sie und hier. So. Warum geht es nicht? Ah, es ist eingefroren. Technik, guck mal, jetzt geht's. So, so schönes Wetter, dann können die auch raus. Aktuell habe ich nur noch 8 Katzen. Hier sind die Princess, Mr. und Mrs. Red. Die sind eigentlich super vermittelbar hier, Mr. und Mrs. Red, die beiden roten. Und in der kommenden Woche, am Mittwoch, kommen neue Pferde aus Island. Und da mussten wir uns natürlich Gedanken machen, wie können wir die gut unterbringen, weil die am Anfang noch extra sind. Die haben immer ja eine Woche Pause, bis es losgeht, bis sie in den, also beschlagen werden und in den Verkauf gehen. Und da haben wir uns jetzt ausgedacht, unsere Großgruppen. Das sind jetzt im Moment nicht mehr so viele Pferde übergeblieben. Also Großgruppen, das sind die Reitpferdegruppen. Und die unterteilen wir jetzt einfach. Dann können die neuen erstmal in die eine Hälfte und die anderen in die andere Hälfte. Dann können die sich schon mal kennenlernen und sie haben Auslauf und trotzdem aber ein Dach über dem Kopf. Ja, das ist der André. Der fängt nämlich jetzt hier schon mal an, die Tore einzubauen. Tore hier. Genau. Damit wir diesen großen Stall hier unterteilen können. Und dann geht in die eine Hälfte, gehen die neuen Pferde und in der anderen Hälfte bleiben die, die hier eh schon drin sind. Ja, André ist schon wieder fleißig hier. Gerade Tore ein, damit wir die Neuankömmlinge erstmal in Ruhe ankommen lassen können. Und dafür werden wir jetzt erstmal 2, 3 Tore einbauen. Und dann klappt das hoffentlich am Dienstag oder Mittwoch kommen sie, glaube ich. Genau. Das hier wird nicht eine gute Trennung sein, deswegen baue ich da jetzt noch Balken ein, damit es auch entsprechend stabil ist. Weil Pferde haben ja auch manchmal ein bisschen Unsinn und Blödsinn vor. Nochmal die Elde für den Verkauf, dass wir die noch einmal ausprobieren. Ah, hat sie sich doch nochmal für ein anderes, will sie nochmal ein anderes angucken. Genau, wir gucken jetzt nochmal eins an. Ja, schön. Und dann gehen wir nochmal ausreiten. Okay, prima. Super, viel Spaß. Danke. Sieht ja vielleicht Sinn. So, das ist die Elde, die wird jetzt auch nochmal angeschaut hier heute im Verkauf. Das ist ganz schöne Viergangstute und die Steffi wird sie gleich vorzeigen. Heute haben wir super Wetter. Im Gegensatz zu gestern hat es nur geregnet, wie man hier sieht, ist ordentlich matschig alles. Aber heute ist das richtige Wetter, um dann ins Gelände rauszugehen. Oh, Alexa, was machst du jetzt? Ich will ein Pferd. Ah, welches denn? Die Unun, um sie noch entweder im Verkauf vorzustellen oder eine Runde bei dem schönen Wetter ausreiten zu gehen. Ja, viel Spaß. Danke. Hat sich doch einer der Hunde hier rausgeschlichen, der Artus. Der ist immer total gerne dabei und hilft ein bisschen bei den Pferden. Wir gehen jetzt in die Halle und bereiten den Verkauf vor. Ich bin die Emily, ich bin Auszubildende hier auf dem Bockhölzhof. Jetzt gerade müsste ich hier die Boxen. Ja, und was machen, was ist da besonders dran? Was musst du machen? Ja, wir müssen mit Leinenstroh. Ja. Dafür nehme ich die Äpfel von der Liegefläche der Pferde runter. Ja, zeig mal, die Liegefläche. Ja, ich werde dann hinten eine Liegefläche. Davon werden die Äpfel runtergenommen. Die werden dann draußen über das Paddock nach außen geschoben und später mit einem Weidemann abgeholt. Genau, und dann wird je nach Bedarf ja,
die Liegefläche, meine Güte, übergestreut, dass die Pferde eine trockene Fläche zum Liegen haben. Super, ja, dann noch viel Spaß. Ja, danke. So, und hier ist die Anna, die ist heute gekommen mit ihrer Familie. Und sie war gestern schon da und hat die ersten Pferde ausprobiert. Dann heute haben dann in Schneverding übernachtet. Und jetzt hat sie sich überlegt, doch noch ein paar mehr Pferde auszuprobieren. Klar, wenn man schon mal hier ist und die Möglichkeit hat. Und heute probieren wir nochmal die LD aus. Und Alexa und Steffi sind mit dabei. Das ist die Unun, die wird auch nochmal angeschaut. Hier heute auch ein Verkaufspferd. Genau. Unun, Frau Schistchen, eine schöne Rapsstute. Nein. LD hat jetzt inzwischen schon den Sattel drauf und dann geht das gleich los. Die Irmi und die hat auf der Auktion die Pepperminter erstanden und zwar online über Clip My Horse TV und jetzt sieht sie ihr neues Pferd das erste Mal. So, die kleine Pepperminter und die Irmi. Das erste Meet and Greet mit den beiden. Und da steht auch schon der Anhänger. Da fährt die Pepperminta dann gleich nach Hause. Wir lassen sie frei. Ja, würde ich auch frei stehen lassen. Du passt da an der Tür auf, dass du mich rausfährst. Ja, ja. Ich bin hier. Sehr schön. Hm? Ja, ja. Gleich als erstes? Nein, ja. Ja? Gleich als erstes? Ist das Silo? Ja. Und uns gibt es eine Heu, aber ist egal. Ist egal, die kann auch Heu bekommen. Genau, das ist von uns. Nein. Das ist jetzt ein vierjähriger Hengst, den fangen wir jetzt gerade ein bisschen an. Ich putze ihn jetzt erstmal eine Runde, weil ich noch auf Victoria warten muss und deshalb stehe ich hier auch zwischen den Heuballen und nicht im Verkaufstermin. Hier vom Drömer, ein kleiner vierjähriger Hengst, den haben wir selbst gezüchtet und der ist jetzt hier auf dem Bockholzhof bei der Horse Cellar zum Einreiten. Oh, die Anna geht jetzt ausreiten, probiert erst den Jupiter im Gelände und jetzt wird sie hier noch, ja, als letzten Steichbügel noch eingestellt und so weiter, damit das alles seine Sicherheit hat. Artus passt auch auf und das ist die Miaukrit, die wird sie dann noch wahrscheinlich auf dem Rückweg probieren mit der Steffi und wir gehen erstmal Kaffee trinken. Und Anna und Steffi sind jetzt vom Ausritt wieder da. Und Anna war ganz fröhlich mit Jupiter. So, kriegt der Jupiter ein Zuhause? Der Jupiter kriegt ein Zuhause. Guck mal, der darf heute mit. Wie schön. Heute hatten wir mehrere Verkaufstermine, ein paar Pferde trainiert und sonst die normale tägliche Hofarbeit. Und der André hat schon mal für die Pferde, die jetzt am Mittwoch kommen, die Stallung vorbereitet. Ja, aber wieder ein voller Tag bei The Horse Cellar, Ice in the Costumes und wir sehen uns in der nächsten Folge.